Vertriebsprofi, Vertriebsfreak Uwe Rieder. Und wir werden heute mal sprechen über den Sieben-Stufen-Plan. Das ist ein fast patentiertes Konzept von Uwe Rieder, wie man mehr Kunden erreicht und mehr Umsatz. Hallo Uwe. Hallo, Servus Sven. Genau, das Sieben-Stufen-Plan. Das heißt, du sagst eigentlich, so ein Kunde, ich mache eine Werbung und der kommt morgen. Das ist eigentlich eher Zufall, sondern man muss ihn mehrfach erreichen, damit man ihn später mal kriegt oder auch begeistert. Richtig, ja. Es ist ganz einfach. Und zwar diese Schrotflintenstrategie, das heißt, dass du einmal was verschickst, dass du einen Kunden einmal ansprichst, ist genau ein Markt für 3%. Das heißt, diese 3%, ich schreibe es auch in Rot, wirst du erreichen, wenn du nur einmal rausgehst und einmal schießt. Aber ich habe eine Methode entwickelt, wo du mindestens 67% zusätzlich erreichst, die das noch gar nicht wissen. Ja, das ist ja spannend. Du hast eine Methode entwickelt. Also du sagst, ich schicke zum Beispiel ein Mailing raus, ja, oder ein Rundschreiben. Dann erreiche ich, also ich erreiche eigentlich 3%, die das interessiert, sage ich jetzt Genau. mal. Und jetzt sagst du hast eine Methode entwickelt, wie du das von 3 auf 67% erhöhst. Ganz schön, ja, tough. Ja, es ist tough und ist auch immer wieder sehr schockierend, aber ich habe es geschafft, Unternehmen zum Beispiel von 10 auf 30 Millionen oder von 5 auf 25 Millionen zu bringen, Euro, auch vom Gewinn her gesteigert. Warum? Weil das genau das Gleiche ist. Und viele Unternehmen erreichen rein diese 3%, die sowieso sagen, oh, ich will kaufen, aber wie erreiche ich die 67%? Und ich nenne da mal ein Beispiel, Sven, dass es uns alle nochmal viel, viel ja, einleuchtender ist. Willst du das hören? Bitte. Okay, wenn du jetzt jemand kennenlernen willst, du gehst jetzt in eine Bar oder ein Restaurant, du siehst jemand, oh, sehr, sehr attraktiv, du gehst rein und der erste Kontakt ist, du fragst die Dame, willst du mich heiraten? Vielleicht ein bisschen verfrüht, oder? Glaube ich auch. Was passiert? Also ich komme aus Bayern, das kann sehr, 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 sehr gefährlich werden. Was hast du bisher gemacht? Wie hast du deine Partnerin kennengelernt? Wie würdest du es machen? Ja gut, man lernt sie kennen, vielleicht durch einen Zufall, durch Freunde und so weiter. Und dann schreibt man sich vielleicht mal, gut, die Frauen sind nicht blöd, die wissen schon, was man will, aber man kann nicht mit der Tür ins Haus fallen. Das heißt, man wird sie zum Beispiel mal einladen, vielleicht mal zum Essen. Man wird aber erstmal schreiben, Kurznachrichten, WhatsApp und so weiter, erstmal hin und her. Und dann irgendwann mal trifft man sich vielleicht. Aber es gibt die und die. Also auch hier gilt wahrscheinlich die Strategie, langsam rangehen, kommt zum größten Erfolg, oder? Es ist so, du wirst vielleicht den einen oder anderen Erfolg haben. Vielleicht Brad Pitt oder wie auch immer, dann erreichst du diese 3%. Aber du wirst das kennenlernen, du wirst dann vielleicht ein Date machen, du wirst einen Brief schreiben, du wirst wahrscheinlich einen Blumenstrauß hinschicken. Ich habe früher keine WhatsApp gehabt in meiner Generation, sondern ich habe noch Briefe geschrieben. Es ist dann eine Kinoeinladung oder wie auch immer. Und genau so funktioniert Vertrieb auch. Aber viele da draußen machen diese Strategie, diese Ich will dich heiraten Strategie beim ersten Schuss. Und das funktioniert nicht. Genau, was dann noch viel schlimmer ist, sie planen gar nicht mehrere Kontaktanbahnungen nacheinander, sondern meistens nur ein oder zwei und dann passiert nichts, weil 97% überhaupt nicht reagieren und sagen dann, oh, da hat ja keiner reagiert. Dabei haben sie die anderen 67, werden sie nie erfahren, oder? Richtig. Und Vertrieb ist nach wie vor 80% Beziehungsebene. 80% Beziehungsebene und 20% ist Sachebene. Was ist die Sachebene? Wo ich ganz einfach über das Produkt spreche, über die Dienstleistung. Aber wenn ich eine Beziehung beim Gegenüber aufbaue, wenn ich dann so richtig Feuer mache, dann bin ich im Vertrieb. Und ich zeige dir mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar nehmen wir hier mal das ganze Jahr. Und wenn ich heute sage, und viele Unternehmer machen das so, oh, ich bin jetzt richtig motiviert und jetzt mache ich eine Aktion, jetzt bin ich so richtig heiß. Januar zum Beispiel. Januar. Ich verschicke jetzt hier, ich habe jetzt hier Januar, ich habe jetzt hier Dezember und ich bin im Januar so richtig motiviert und sage, jetzt schicke ich raus und jetzt will ich den Markt haben. Ich schicke hier raus, ich mache einen Brief und ich mache vielleicht einen Call. Was sagt der Gegenüber? Ich habe genau einen Schuss und das ist, ich sage immer, auch Schrotflintenmarketing, wo du einfach nur schießt und wo du einfach nur sagst, ja, irgendjemand wird schon kommen und du triffst genau auf diese 3%. Genau der jetzt im Moment mein Produkt braucht, der kriegt diese 3%, der ist in die 3% drin. Fast wie Lotto ein bisschen, oder? Ja, genau. Aber das verstehen viele nicht. Das beste Beispiel ist wirklich, willst du mich heiraten? Wir können dann heute mal gerne rausgehen und ich frage die ersten 5 Damen, die vorbeigehen, willst du mich heiraten? Dann wird es ein Problem. Gut, das Heiraten heißt ja auch ein guter Vergleich. Das heißt nicht nur ins Kino gehen, sondern möchtest du ein Leben lang mit mir verbringen? Genau. Das ist ja je nachdem, welche Produktgruppe es ist.
tatsächlich der Fall. Wenn ich jetzt einen Versicherungsmakler habe oder so, da geht es ja Lebensversicherung, es geht ja um viel Vertrauen. Da kann ich nicht mit der Tür ins Haus fallen. So, jetzt sind wir im Januar. Jetzt hat er sein erstes Mailing ausgeschickt. Ja, und das ist ja generell, der ganze Vertrieb ist Vertrauen. Das heißt, der Gegenüber weiß ja nicht, er schenkt dir das mit Geld, das Vertrauen, dass du das Produkt kaufst. Und jetzt hast du im Januar den ersten Ding, dass du sagst, und ich merke es ja selber, wenn ich heute irgendwo meine Kontaktdaten hinterlasse oder bin, wollen die Leute immer verkaufen, verkaufen, verkaufen. Aber sie haben kein Vertrauen von mir, also was mache ich? Was mache ich über ein mehrstufiges System, wo ich zum einen Vertrauen aufbaue? Es kommt darauf an, auf das Produkt, auf die Dienstleistung, wie oft ich schieße, wie oft ich dem Gegenüber meinen Nutzen und nicht mich verkaufe, sondern den Nutzen des Gegenübers. Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich hier eine ganz klare Linie habe, die kann ich per Brief, per E-Mail aufbauen, heutzutage, aber da komme ich nochmal drauf, kann das Ganze zu 80% automatisiert funktionieren, zu 80%. Aber nehmen wir mal an, du hast jetzt hier diesen Schuss und du sagst, okay, der Kunde ist nicht gewillt zu kaufen, hat kein Interesse. Nur wenn ich hier eine Strategie aufbaue und der Kunde hat hier Bedarf, und ich habe ihn hier informiert und hier informiert. Was könnte passieren, lieber Sven? Er könnte anfragen. Genau. Das heißt, ich habe hier mein Verkaufsgespräch über die Stufen und wenn er hier Bedarf hat und es kommt ganz klar raus, dann habe ich ihn bei den 67%. Und das haben da draußen ungefähr zwischen 5% und 10% der Unternehmer noch nicht verstanden. Und das ist, ich sage mal, ein genialer Markt. Jetzt muss man dazu sagen, die großen Unternehmen machen das alle so. Die schießen permanent Beileger zum Beispiel raus und sind permanent in den Köpfen der Leute, auch dann, wenn sie gar nichts kaufen wollen. Sind aber dann präsent, wenn der Kaufwunsch entsteht. Und da fängt eigentlich das Problem an. Die kleinen Unternehmen, die sagen sich, ja, Beileger jede Woche, das kann ich mir nicht leisten. Aber du hast eine Strategie entwickelt. Es gibt nämlich einen Mail-Automatismus, den du sogar trainierst, mit den richtigen Fragen, die dann in den Mails jeweils gestellt werden, die vollautomatisch verschickt werden. Das heißt, du sagst nur noch, der Kunde ist XY und du kriegst automatisch seine Mails. Richtig, ja. Ich sage, gib mir einmal deine Adresse und ich lasse dich nie mehr los. Ich habe dieses System früher auch in meinem Buch beschrieben, dass ich das, ich habe Briefe zwischen 25.000 Briefe pro Monat verschickt, weil ich auch diesen 7-Stufen-Plan, auch dieses Herantasten, auch diesen Vertrauensaufbau manuell gemacht habe. Jetzt ist was dazugekommen und zwar, was ist passiert? Der liebe Gott hat uns das Internet geschenkt und das E-Mail-Marketing-System. Das heißt, gib mir einmal deine Adresse und ich lasse das Ganze automatisch laufen. Genau, das machen ja auch viele Firmen. Ich google zum Beispiel irgendwas und auf einmal, wie von Zauberhand, wenn ich auf anderen Seiten bin, sehe ich immer wieder den gleichen Waschsalon, das gleiche Waschbecken, den gleichen Fernseher. Das heißt, die verfolgen mich. Ja. Also auf vielerlei Ebenen ist das. Du sagst also, bitte nicht einmal aufbauen, dann haben die Leute mich nämlich ganz schnell vergessen, sondern immer wieder in den Köpfen der Leute bleiben. Ja, heutzutage oder generell beim Vertrieb sind mindestens 6 bis 12 Kontakte notwendig. Sag das nochmal bitte. 6 bis 12. 6 bis 12 Kontakte sind notwendig, dass du eine Beziehung aufbaust. Schreib's bitte hin. Also das ist eine ganz wichtige Info. 6 bis 12 Kontakte, ganz, ganz, ganz wichtig. Merken sich das. Wir merken das ja bei uns auch, wenn wir Marketing machen und sagen den Leuten zum Beispiel, ihr macht 100% mehr Umsatz, indem ihr das und das macht. Ja, beim ersten Mal glauben sie es nicht. Beim zweiten Mal, oh, der ist ja immer noch da. Der sagt das ja immer noch. Und dann hat er Referenzen zum Beispiel, die das noch belegen. Es ist auch so einfach und es macht dann auch so Spaß. Weil wenn du diese 6 bis 12 Kontakte hast, du kannst hier zum Beispiel auch Telefonaktionen machen. Und der Gegenüber wird sich erinnern und wird sagen, oh, das ist doch der Uwe Rieder. Er kennt das Label schon. Ja, genau. Und es ist viel anderer Verkauf. Das heißt, du nimmst dieses Verkaufsgespräch vorweg. Und was das Schöne ist, nehmen wir mal an, ich sage es ja immer wieder, ich brauche jetzt für unser Grundstück brauche ich Erde. Mhm. Ja. Jetzt sagt meine Frau, jetzt ist März, April, hier ist Erde. Sage ich, ja, das hat noch Zeit. Nur, wenn ich jetzt hier Erde brauche und mich hat hier jemand kontaktiert mit einem Prospekt oder was weiß ich, was werde ich hier machen? Ich werde mich nicht daran erinnern. Sondern wenn ich kontinuierlich bei dem Verteiler bin, und da ist es auch sehr, sehr wichtig, wie baue ich die Kommunikation auf? Und bei vielen ist es so, und da komme ich auch nochmal drauf, die Kommunikation ist das A und O. A und O. Also bedeutet zum Beispiel, der Reifenhändler, im März wird es Frühling, da kann er nicht im März Werbung machen. Da muss er mal mindestens mal im November angefangen haben. Richtig. Und da auch schon Vertrauen aufbauen, weil es ist wieder genauso. Wenn jetzt die Saison beginnt und er fängt jetzt zum Verkaufen an. Ja, zu spät. Zu spät. Genau.
Uwe Rieder, du hast es in einem tollen Buch auch beschrieben. Also nicht nur wir nutzen deine Strategie hier, zum Beispiel in Saarbrücken ja von der MSM, sondern auch du verschenkst quasi dieses ganze Fachwissen in deinen Büchern. Ja, wie heißt das Buch? Das Buch heißt Feuer für den Vertrieb. Das ist auch mein 7-Stufen-Plan drin enthalten. Ich bin hier Erfinder dieses 7-Stufen-Plans. Und was mich immer freut, ich hoffe, es kommt rüber, dass es so leicht ist, so einfach ist, ein sogenanntes, ich sage immer, Sog-Statt-Druck-Vertriebssystem aufbauen. Und viele verkaufen nur unter Druck, dass sie sagen, ich will jetzt die Entscheidung haben. Aber genau. Über diesen 7-Stufen-Plan wirst du ein Sog-Statt-Druck-System aufbauen, dass der Gegenüber auf dich zukommt. Genau, und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Das nächste Video heißt nämlich Sog-Statt-Druck und welche Tricks es da gibt und warum es so wichtig ist, dass die Kunden automatisch kommen und ich sie nicht, ich sag mal, erpressen muss zum Kauf, ja, was nämlich meistens nicht funktioniert. Da werden wir etwas mehr erfahren. Bis gleich, Uwe. Servus, pfiat dich.